die Ehre! Ich bin's, der Bear Grylls, der Bürger. Wobei, wenn's so weitergeht, saufe ich auch mein Eigenurin. Da ich ganz schwer davon ausgehe, dass die wenigsten von uns im Lotto gewonnen haben, die wenigsten in die Telegram-Gruppe gekommen sind und jetzt Maserati fahren und die wenigsten von uns Brennöl-CEOs sind, heißt's halt How to Winter. Überleben. Damit du auf Winter nicht pleite bist, kann ich dir, als Survival-Spezialist, meine Pro-Tipps nicht vorenthalten. Ist eh klar. Obacht! Keine Zeit, dass es Nivea-Dosal übergeht. Man munkelt. Fangen wir an. Phase 1. Strom sparen. Dass ich den Strompreis für 10 oder 20-fach müssen wir sparen. Ohne Licht ist aber auch scheiße, darum bunkert man ab jetzt kein Klopapier mehr. Okay, das wird auch leichten, wenn's brennt. Sondern palettenweiß Teelichter. Ja, wie Teelichter? Kauft ein 1000er-Bagel für 60 Euro pro Stück, 6 Cent, die stellst du ins Zimmer. Meinen natürlich absolut fehlerfreien und akkuraten Berechnungen zufolge hat ein Teelicht eine Leuchtleistung von 12 Lumen. Heißt, du hast 12.000 Lumen, also ein kleiner Flakscheinwerfer, in deinem Zimmer stehen. Du erblindest zwar unter Umständen, aber hey, mit der einhergehenden Heizleistung von 40.000 Watt sparst du sogar das auch noch dazu. Da wird sogar dein Schwein aus einer schönen Nussbrücke, wenn's pressiert. Einen Ofen kannst du also auch noch sparen. Alter, win, win, win. Und falls die Hobbits anklopfen und einen Ring zu dir ins Zimmer schmeißen wollen, sagst du ein Bim-Düt-Beutel in Kleino, er soll dir ein Backel Klopapier mitnehmen, für das Geld nicht mehr gelangt hat. Eine Fackel, gebunden aus 5-Euro-Scheinen, hat sich übrigens auch ganz gut und kostengünstig bewährt. Die Waschmaschine lässt aus, gewaschen wird ein Bett in der Isar oder Donau, ein Trockner, den verkauft man und das Gewand hängen wir aus. Ab Januar kannst du das Gefrorene zwar nicht losziehen, aber es gibt ein gutes Frisbee ab. Und wenn das nichts ist, kannst du zumindest einen von denen kleinen Trottel damit erschlagen. Geschissen auf den Strom, weiter geht's in Phase 2. Heizkosten sparen. Wärmepumpen, Holz und Pellets, Heizöl oder Gas. Ausnahmsweise sind wir uns alle einmal einig. Den Winter sind wir alle gleichmäßig gefickt. Heizzeug müssen wir sparen. Unsere Teelichttheorie haben wir schon angesprochen. Die Heizleistung ist immens. Als kleine Erweiterung nimmst du deine Nebenkostenabrechnung, kopierst das so oft, wie du Heizkörper hast und hängst das ans Thermostat. Das wirkt dann vielleicht wie die Lungenkrebsbeutel auf die Zigarettenschachteln und du überlegst zweimal, ob du es einschützt. Und wenn wir noch am Habex einer Insolvenztheorie gingen, nur weil die Heizung jetzt aus ist, heißt das noch lang nicht, dass du frierst. Wenn du gut die Haut bist, deckst du nebenbei noch die Heizung zu. Hey, die hat schließlich auch Gefühle. Und eine gute Nachtmusik gibt's auch noch, gell? Schlaf gut. Gut, du frierst dann, aber da weiß ich auch etwas. Die meiste Hitze verliert man bekanntlich über seine Gliedmaßen. Rufst den guten alten Leatherface an, der soll das gute Stilfichtenmoped einbackeln. Hey, was nicht da ist, kann nicht frieren. Als Torso ab 24 km am Boden hier rollen, wird sich auch warm. Alles klar, ein Ticket in die Hölle bitte, danke. Okay, bye. Zusätzlich wird aber jetzt nur noch kalt duscht. Warte, was ist mit dem? Ist auch ein Scheißdreck, da duscht lieber gar nicht, der Stunger ist noch keiner. Zum Wassersparen hab ich am Schluss auch noch einen ganz einfachen. Erst scheißen, danach bieseln. Ja, da oder wing. Sprichwörtlich, musst du nicht warten, bis der Druck groß genug ist. Aber weiterhin gut, der Stunger ist noch keiner. Schnell ab in Phase 3. Entlastungspaket nutzen. Unsere glücklichen Eltern dieses Landes kriegen 18 Euro Kindergeld zum ersten, zum zweiten und mittlerweile auch zum dritten Kind. Damit kannst du deine drei Chernobyl-Kevins, ein Happy Meal, ein Bagelkondome und falls doch schon zu spät ist, ein Stricknudel kaufen. Darf er das? Weißt du, was ich mich frag? Was tut denn da eigentlich? Silvana, Sarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal. Machen die einen Sitzkreis und betten, dass die letzten 7 Kinder noch nicht groß genug für die Babyklappen sind. Was? Darf er das? Und unsere glücklichen Rentner, die das Leben eigentlich schon durchgespielt haben, die kriegen 300 Euro. Brutto, versteht sie. Was hast du gemeint? Für die habe ich eine ganz einfache Rechnung. Für 300 Euro kriegst du 150 Liter Heizöl oder 2 Hände voll Pellets. Oder 44 Flaschen Doppelkorn beim Netto. Ja, mei, das muss dann auch jeder selber wissen, was beim Pfandflaschen sammeln länger warm hält. Und falls doch ein Shell, BP oder Aral-CEO unter euch ist, wennst wirklich was Gutes für die Leute da und auf Zufallsgewinne verzichten möchtest, klebst Fotos von Autounfällen auf eine Zapfsäule. Vielleicht hilft das. Autofahren kann tödlich sein! In der Arbeit gehe ich im Übrigen auch. So, Kinder, und bevor wir jetzt Sachen rausrutschen, die meinen Kanal gefährden oder die Bevölkerung verunsichern könnten, ich hoffe, du hast zumindest ein halber zu meinem Blatt grinst. Falls ja, Like da lassen, Abo-Button drücken und die scheiß Glocken aktivieren, falls das eben es ist. Und ich schlage mir jetzt meine Heizkörper zu dicker und Beutel aufhängen, damit nichts passiert. Bis zum nächsten Mal, haut euch eine, habe die Ehre!